Ist Jesus wirklich aus den Toten auferstanden? Ein kurzer Denkanstoß zu Ostern. Diese Frage ist enorm wichtig. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Wenn diese Frage nicht mit Ja beantwortet werden kann, dann ist der christliche Glaube hinfällig. Sie ist so grundlegend, dass sogar die Bibel selbst sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. 1. Korinther 15, Vers 17. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus körperlich gestorben und wieder auferstanden ist. Es lohnt sich einmal, die Indizien für dieses Ereignis zu prüfen. In diesem Video möchten wir deshalb drei wichtige geschichtliche Indizien vorstellen, die belegen, dass die Auferstehung von Jesus wirklich ein historisches Ereignis ist. Wir sind von der Auferstehung von Jesus überzeugt, weil sie erstens der Grund für die Verwandlung der Nachfolger von Jesus war. Wenn man die Geschichte der Kreuzigung von Jesus Christus liest, dann kann man nicht übersehen, wie ängstlich die Nachfolger von Jesus waren. Denken wir nur an Petrus, wie er dreimal geleugnet hat, dass er ein Jünger von Jesus Christus sei. Aber dann, kurze Zeit später, erkennt man die gleichen Jünger nicht wieder. Sie sind wie umgewandelt. Wie mutig und direkt treten sie auf und predigen unerschrocken vor den größten Feinden das Evangelium von Jesus Auferstehung. Das führte schließlich dazu, dass sie als Märtyrer ihr Leben lassen mussten. Was war die Ursache für diese Verwandlung? Glaubst du wirklich, dass sie bereit gewesen wären, für eine Lüge zu sterben, wenn sie die Auferstehungsgeschichte selbst erfunden hätten? Zweitens sind wir von der Auferstehung von Jesus überzeugt, weil das Grab leer war. Am Ende des Matthäusevangeliums lesen wir davon, dass zuerst einige der Nachfolger von Jesus das leere Grab entdeckt haben und dann römische Wachsoldaten in die Stadt kamen und den Hohenpriestern alles erzählten, was passiert war. Nach kurzer Beratschlagung bestachen sie die Soldaten und sagten: Sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Interessant hieran ist die Tatsache, dass die hohen Priester keinerlei Versuch starteten, das leere Grab zu leugnen. Scheinbar war das einfach nicht möglich. Stattdessen überlegten sie sich die oben erwähnte Geschichte, dass die Nachfolger von Jesus den Leib gestohlen hätten, während die Wachen schliefen. Das war in der Tat eine schlechte Ausrede. Wie sollten die Wachen wissen, dass es die Jünger waren, wenn sie doch geschlafen hatten? In unserer Zeit akzeptiert eine deutliche Mehrheit der Gelehrten die Historizität des leeren Grabes. Drittens sind wir davon überzeugt, weil die Gegner der Nachfolger von Jesus keinen Gegenbeweis hatten. Wir können also davon ausgehen, dass das Grab leer war. Wenn wir aber die Tatsache der Auferstehung von Jesus Christus leugnen, welche Erklärungen bleiben uns dann dafür? Unseres Erachtens nur die folgenden. Möglichkeit Nummer 1. Seine Freunde haben den Leichnam gestohlen. Gehen wir davon aus, dass die Nachfolger von Jesus tatsächlich die römischen Wachen überwinden oder bestechen konnten, dann den Stein wegschaffen konnten, um schließlich den Leichnam zu stehlen. Dann bleibt immer noch die Frage offen, ob sie dann wirklich bereit gewesen wären, als Märtyrer zu sterben, für eine Lüge, die sie selbst erfunden hätten. Möglichkeit Nummer 2. Seine Feinde haben den Leichnam gestohlen. Nun, diese Alternative kann man definitiv ausschließen. Die Feinde hätten nur den Leichnam hervorholen müssen und schon wäre die Verkündigung der Nachfolger von Jesus zu Ende gewesen. Möglichkeit Nummer 3. Jesus war nicht wirklich tot und verließ selber das Grab. Das ist die Argumentation, die bei der Scheintod-Hypothese verwendet wird. Diese scheitert mindestens an zwei Punkten. Zum einen ist es aus der Geschichte bekannt, dass die Römer den Tod von gekreuzigten Menschen sehr genau feststellen. Zum anderen gibt es keine Erklärung dafür, wie Jesus Christus dann, wenige Tage später, nachdem er grausam misshandelt worden war, gesund wieder den Nachfolgern von Jesus hätte erscheinen können. Jemand hat es einmal so formuliert: Das Schweigen der Feinde redet genauso deutlich wie das Reden der Jünger. Du hast jetzt drei Argumente für die Tatsache der Auferstehung von Jesus Christus gehört. Es gibt aber noch einige mehr. Diese alle vorzustellen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Es
Es lohnt sich aber, diese selber zu prüfen. Siehe Literaturangabe unten. Wenn also die Auferstehung von Jesus Christus wirklich wahr ist, dann bedeutet das für dich konkret, dass du dich darauf verlassen kannst, dass die Bibel und somit der christliche Glaube die Wahrheit ist. Dass du jemanden kennst, der dir zuverlässige Informationen darüber geben kann, was nach dem Tod sein wird, weil er selbst tot war, aber wieder zurückgekommen ist. Dass die Aussagen von Jesus über das ewige Leben und das Gericht wahr sind. Nur durch den Glauben an Jesus Christus wirst du gerettet. Nur er kann dir deine Sünden vergeben und einen Platz bei sich im Himmel geben.